Hallöchen Leute, willkommen zu Splatoon 2 Global Test Fire. Natürlich auf der Nintendo Switch. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Day. Und wir beginnen natürlich am 24. März um 19.54 Uhr. Beginnen wir hier mit dem Global Test Fire. Natürlich 6 Minuten, bis es richtig losgeht. Aber natürlich zur Sicherheit wollen wir natürlich ein bisschen hier testen. Die erste Phase von Splatoon und ich freue mich so richtig drauf. Alles klar, schau nach vorne, um die beste Übersicht zu haben. Okay, Tinte schießen, ja, das ist klar. So, Y, okay, mit Y tue ich die Kamera zurücksetzen. Alles klar, gut zu wissen. Zurücksetzen, nach oben, alles klar. Gut zu wissen. Ja, der Pro-Controller muss hier gedreht werden. In dem Moment, so kann man natürlich laufen, das ist klar. So, das ist die erste Testphase, was hier Splatoon angeht. Aber ich freue mich so drauf. Ja, die Test Global Testfire. Ich bereue es hier eigentlich, dass ich damals schon die Testfire für natürlich das Splatoon 1 nicht mitbekommen. Oder ich habe sie mitbekommen. Ich habe es so total verpeilt. Und da habe ich mir gedacht, hey Leute, wenn dann will ich die erste natürlich mitnehmen. So, schwimmen, alles klar. Da gucken wir mal, wie. Aha. Alles klar, mit ZN. Ja, eigentlich ist es sogar die gleiche Steuerung, was Splatoon 1 angeht. Nur, um ehrlich zu sein, ich habe so ewig kein Splatoon mehr gespielt, dass ich keine Ahnung mehr habe, wie die Steuerung angeht. Ich glaube, ich werde mich auch total hier blamieren in der Ding. Oh, so genug aufgewerkt. Alles klar, in 8 Minuten geht's schon los. What the fuck? Dabei sollte es ja eigentlich noch nicht losgehen. Weil erst in 5 Minuten es losgeht. So, Kleckser. Ja, natürlich arbeite ich eher mit dem... Oh, Doppelkleckser. What the fuck? Geil. Ja, mit dieser Waffe kämpfen. Das neueste Modell der Waffe, die für den Revierkampf steht wie keine andere. Drücke ZR, um eine Tinnensalve abzufeuern. Unideal für Anfänger und auch natürlich Veteranen. So, und damit kommen wir zum ersten offiziellen Match. Kampfart Revierkampf. Farbe möglich. So viel ein wie möglich im Choralenfilter. Oder Viertel natürlich. So, kommen wir zum ersten Match. Der natürlich das Splatoon-Ding. Och, Jesus Maria. Ich find's ja blöd. Also, ich muss mich jetzt. Verdammt. X ist auf jeden Fall die Karte. Das ist schon mal gut zu wissen. So, okay. Erstmal wieder alles einsam. Ich muss mich erstmal wieder was das Spielprinzip hier dran gewöhnen. Oh, na, okay, springen. Springen muss ich auf jeden Fall noch checken, wo gemacht wird. Alles klar, so, okay. So, aha, rechter Lookstick, alles klar. Und ich habe eine Rakete oder sowas in der Art. Oh, papa. Habe ich jetzt was getroffen oder treffe ich überhaupt was? Sehr schön. Der erste Kill geht auf mich. Bitches, haha. Geht auch ab wie Schwitzkatz. Nee, also das mit dem Pro-Controller hier, das hoch und runter, muss man sich echt dran gewöhnen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe meinen ersten Kill gemacht. Ey, wunderprächtig. Das läuft doch schon mal. Sehr schön. So, gut. Darüber. Okay, da haben wir da drüben einen Sniper. Ich sehe es schon. So, okay. Ja, das finde ich jetzt eigentlich schade gemacht. Man kann im rechten Analogstick nur nach rechts gucken und so. Also man muss hoch und runter tatsächlich mit dem... Nein! Sehr gut, der geht auch auf meinem Konto. Ja, natürlich, das ist halt ein bisschen dappisch. Komm, zähl! Verdammt, diesmal gehe ich down. Gibt Schlimmeres, der Schnee, so. Habe ich jetzt Gieß erledigt? Habe ich gerade einen erledigt oder was? Ja, ich komme. Wow, verdammt. Ja, das mit dem Ding muss man sich echt dran gewöhnen, das mit dem Hoch und Runter. Und Pro-Controller. Ich bin halt eher mit dem rechten Analogstick der Arbeit, wie dass ich jetzt hier Hoch und Runter mit meinem Controller mache. Aber es geht eigentlich, um ehrlich zu sein. So, ich habe keine Tinte mehr, um zu arbeiten. Okay, hinter mir. Schon wieder habe ich den Typ da fertig gemacht. Boah, ich bin echt nicht mal gewohnt, Splatoon zu spielen. Da müsste ich echt viel trainieren noch wieder, um wieder da reinzukommen. Echt traurig auf eine Art und Weise, aber... Oh, gibt's schon immer was, denke ich mal. So, wo ist er? Wow! Ach, stimmt! Ich habe hier doch die Bomben! Nein! Bomben habe ich ja auch noch. Ach, die Second-Waffen ganz vergessen. Du. Aber man spawnt eigentlich schnell zurück, muss man auch gestehen. Also es ist auf jeden Fall lustig, es ist eine Steigerung, muss man gestehen. So. Yes, den habe ich. Einmal Chinese genommen. Wunderbar. Einmal Chinese mitgenommen. Das ist doch schon mal wunderprächtig. So. Guck
komm. Hoffentlich nehme ich ein paar noch mit. Nein, ich gehe nicht down. Nicht mit mir. Einmal oder zweimal bin ich down gegangen. Ah, das müsste sogar ein Sieg sein. Und das, was sagt das Schmuddelkätzchen? Natürlich Sieg für unser Team. Es war der erste Splat-Match gewonnen. Ja, die Global Test Firebank geht doch schon mal gut. Wee, leck mich am Ärmel. Was geht hier für ein Film ab? Ha, krass, 6-2. Das kann man sich doch sehen lassen für fast ein Jahr, dass ich kein Splatoon mehr gespielt habe. So, kommen wir zum zweiten Match. Natürlich nochmal das Korallenviertel. Gut, ich hätte gesagt, ich guck mal, wie viele Episoden wir hier raushauen. Ich hoffe, dass ich 3 Stück hinbekomme. So, wieder Neues im Bunde. Gut. So, ich find's halt immer noch traurig, dass man da nicht viel hoch und runter machen kann. Das finde ich echt traurig. So, diesmal sind wir in Team Gelb. Alles klar. Team Pink hat mir aber besser gefallen. Tini, komm. So, ein bisschen Tinte aufsammeln. So, ein bisschen mal einzudeln hier. So, so, sehr schön, komm, komm. Machen wir mal hier ein bisschen mal den Weg frei, schon mal. Vorab. So, okay. So, und los, Ziel. Hallo? Ah, da. So, okay. Habe ich den jetzt geholt? Ich weiß es gar nicht, ob ich den jetzt geholt habe. So, ich mache mich mal hier bereit und warte mal. Ich glaube, da ist jemand, da rechts. Tatsächlich nicht. Okay, ich habe mich geirrt. Alles klar, ich mache dann halt hier mal frei. Na, Nibor, das war's mit dir, Nibor, das war's. Komm, komm, ab, ab, ab. Ich verdünnisiere mich, mach mal da ein bisschen Farbe. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ich glaube, da kommt jetzt einer runter. Oder kommt einer? Nein, nein, nein. Yes, Jaspi habe ich. Nein! Was geht ab? Ach, hinter mir, der Babsack vom Dietz. Guck dir den Babsack vom Dietz an. Heftig. So, machen wir das mal voll hier. Das sind ja Punkte, die wir eigentlich mitnehmen sollten, eigentlich, Leute. So. So. Okay. Dahinter mache ich mal wieder mal. So, dass ich mich hier vorbewege. Alles klar. Sehr schön. So, Klecksrolle ist ja schon brutal, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, komm. Komm. Ah, sehr schön. Komm. Oh. Ich hab. Sehr schön. Lokalisiert. Nehme ich ihn auch, oder? Sehr schade. So, aber das tue ich mal hier mal einnehmen. Alles. So, eine Minute noch. Ja, eigentlich mache ich gerade viel Kiss. Sehr schön. Der ist auf meinem Konto. Wunderbar. So, weg. Sehr schön. Er geht auch auf mein Konto. So, lieber weg. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Jetzt bin ich gerade mit dem Pro-Controller nicht klargekommen. Mit dem Runder. Das ist es. Ich denke die ganze Zeit, ich muss mit dem rechten Analogstick runter. Das ist mein Fehler. Ja, ich will zu ihm. So, machen wir unseren ersten Beamer heute. Sehr gut. Jaspi habe ich schon mal nochmal mitgenommen. Sehr schön. So, komm. So, komm. Nehme ich noch ein paar Punkte mit, was geht. 833 müssten eigentlich reichen. Wow, das ist schon wieder ein Sieg, Leute. Was geht jetzt hier für einen Film ab? Batschi Bomber! Die Wiesekatze ist auf unserer Seite. Was geht ab? Yeah, Tentacle Man! Was geht ab? Warum bin ich schon wieder auf dem ersten? 11-0! Lol, da läuft's bei ihm. So, kommen wir zum letzten Match für diese Global Test Fire. Wir sind in Mulus Kellbude. Die sagt mir überhaupt nichts. Okay, schauen wir mal, was wir jetzt hier zelebrieren werden. So, aber irgendwie würde ich abfeiern, wenn ich die Steuerung irgendwie abändern könnte. Irgendwie schon. Auf eine Art und Weise. Aber wir schauen mal, was da die zweite Episode von natürlich der globale Testfeier bringen wird.
So, aber bis jetzt, sage ich mal, läuft einigermaßen ist in Ordnung. Was Splatoon 2 angeht, es ist schon eine kleine Änderung schon vorhanden. Generell das Ziel und so weiter und so fort. Also es ist schon ein bisschen anders da. Aber ich finde es echt cool, wenn man mit dem Pro-Control arbeitet. Aber das mit dem Rechnen, also das mit dem Hoch- und Runtergehen, das habe ich schon beim Giro sonst nicht abgefeiert, um ehrlich zu sein. Da bin ich schon damals nicht klar gekommen. Klar ist es vielleicht gewöhnungsbedürftig. Vielleicht muss ich mich echt stark gewöhnen dran. Und dann könnte es klappen oder würde es laufen. Weil eigentlich sollte das ja angeblich sogar die beste Steuerung sein. Das mit dem Giro, sondern hier das hier runter und hoch mit dem Controller. Aber es ist halt echt gewöhnungsbedürftig. Muss ehrlich gestehen. Wow! Das war knapp. Da hat schon der Sniper sich vorbereitet für die ganze Scharade. Sehr gut, Skize ist schon mal weg. Nein! Ja, ich hab den Sniper. Ich hab den hässlichen Chinese. Ja, ich bin ja so wieder, Bilder. Ich bin ja so wieder. So richtig satanistisch drauf. Was geht ab? So, hab ich. Treff ich. Lauft's. Wert setzen. Hoffentlich. Komm, lass noch ein Kill sein. Yes. Skize habe ich schon mal weggenommen. Okay. Komm, wo ist sie? Da. Sehr schön. Eman ist auch weg. Verdammt, Sniper. Und weg. Sniper will ich nicht. Gegen Sniper will ich echt nicht antreten. Aus der Distanz schon mal gar nicht. Ich meine, es war eigentlich von der Position her in Ordnung, aber ich wollte doch das Zweite lieber suchen. Gut. Was geht ab? So. Darüber können wir mal. Gucken wir mal, was da drüben abgeht. Was für eine Party da abgeht. Ah, da. Haha! Komm, weg! Weg! Nein! Die scheiß Granate. Die Curling-Bombe hat mir so richtig eine geschmettert. Komm, zack. Wow, wow. Wow! Da gibt grad grün. Geht auf Vormarsch. Das darf echt nicht wahr sein. Komm. Da muss man echt noch ein bisschen eincashen. Das darf hier echt nicht wahr sein. Komm, sehr schön. Skizer geht auf meinem Konto. Das war's mit dir. Nein, 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 nein. Das geht down. Da geht's down. Da geht's down. Schnell rüber. So, komm. Wo, wo? Wo sitzt sie? Da. So, komm. Treffe ich ihn? Noch, yes. Skizer schon wieder mitgenommen. Bin ich bies, bin ich bies. So, Leute, das wird der dritte Sieg im Bunde sein. Wunderprächtig. Die Global Test Fire läuft wie geschmiert. Ich kann mich nicht beklagen. Einmal bin ich nur bis jetzt down gegangen in diesem Match, denke ich mal. Yep, einmal nur, aber diesmal zweiter Platz ist ja nicht dramatisch. So, Leute, wir sehen uns dann morgen wieder. Euer gut gelaunter Moderator David sagt Tschüssi. Aha. Kowski.